Hallo, das ist offiziell mein erstes Back-to-School-Video. Ich freue mich gerade riesig, dieses Video zu drehen. Und ich weiß, dass ganz viele von euch denken, Julia, warum machst du dieses Video? Ich habe noch nicht mal Ferien, beziehungsweise ich habe gerade Ferien. Ich weiß, tut mir mega leid, aber es gibt tatsächlich Bundesländer, die direkt in ein paar Tagen wieder starten. Und da wir heute einen riesigen, fetten Back-to-School-Supply-Haul haben, den ich sogar komplett verlose, dachte ich mir, wir machen das Video jetzt schon ein bisschen früher, weil die Leute, die jetzt schon wieder bald zur Schule gehen und die das gewinnen vielleicht, die sollen ja auch zum Start die Sachen haben. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid bereit für einen riesigen Back-to-School-Schulsachen-Haul und habt Lust darauf. Das Besondere an diesen Schulsachen ist, dass die alle aus dem 1-Euro-Laden kommen und ohne Witz, das sind die süßesten, coolsten und gleichzeitig praktischsten sehr praktische Schulsachen. Ich kann es nicht aussprechen und ich würde sagen, wir starten direkt. Am Ende werde ich übrigens alle Sachen verlosen, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der ersten Sache an und zwar ist es dieses hier. Ich will es jetzt nicht auspacken, aber ich finde es so süß und zwar ist das so ein Federmäppchen, Etui, ich weiß nicht. Ich glaube, jeder nennt das irgendwie anders. Und das ist so ein bisschen von diesen Emojis inspiriert. Da sind halt diese drei Äffchen drauf. Und da steht See no evil, hear no evil and speak no evil. Und ich finde es wirklich mega, mega süß und total schön. Das hat übrigens 2 Euro gekostet und ich fand es einfach mega süß. Das werde ich wahrscheinlich 1000 Mal in diesem Video sagen, aber es ist doch süß, oder? Ich habe wirklich alles querbeet eingekauft. Und zwar das nächste sind Büroklammern. Allerdings ist das Besondere an diesen Büroklammern die Form. Und zwar sind die so stern- bzw. blumenförmig. Ich hoffe, man sieht das. Und das sind 12 Stück in ganz vielen bunten Farben und ich glaube, man kann Büroklammern einfach immer gebrauchen. Ob jetzt nur zu Hause auf dem Schreibtisch oder auch in der Schule, wenn man vielleicht irgendeine Seite markieren will oder irgendwas zusammenheften will. Dann noch etwas sehr Praktisches und zwar hier diese Dokumententaschen. Das sind ja solche Taschen, die man hier oben mit so einem Druckknopf zumachen kann. Da kann man halt so die DIN-A4-Zettel ganz ordentlich reinpacken und muss sie halt nicht einheften, also man muss sie nicht lochen oder so. Und die gibt es in 2 verschiedenen Designs. Einmal hier mit diesen Cupcakes drauf, finde ich richtig cool. Und hier hinten noch einmal mit diesen Macarons und den Streifen. Finde ich auch mega, mega süß. Und ja, die kann man super mit seiner Freundin oder so teilen. Und sowas ist halt wirklich praktisch, gerade bei so wichtigen Zetteln, die man irgendwie von seinen Lehrern bekommt, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt so zerquetschen möchte. Diese mega süßen Highlighter bzw. Textmarker habe ich mir auch gekauft. Guckt euch die bitte an. Und zwar sind das hier diese Matroschka-Puppen, zumindest in diesem Design. Und ich finde, das ist so cool. Und sowas macht einfach dann direkt viel mehr Spaß zu benutzen. Und mit solchen Kleinigkeiten muss man wirklich seinen Schulalltag einfach aufpeppen, damit man mehr Motivation hat, finde ich. Bei Hardigummis, muss ich sagen, bin ich ein bisschen ausgerastet. Es gab so verdammt coole, wirklich. Und die ersten finde ich schon mal mega süß. Die sehen so aus und zwar sind das solche Hardigummis in so Schulsachenform. Also man hat hier so einen Rucksack, eine Schere, dann irgendwas, was ich nicht erkennen kann, was es sein soll. Dann so ein Tesafilm ab Roller und dann noch so ein Tacker zum Beispiel, also wirklich richtig süße Gegenstände, also die wird man wahrscheinlich nie aufbrauchen, aber sie sind mega süß, könnt ihr natürlich gerne mit euren Freunden teilen. Weil ich dieses Emoji-Mäppchen schon so süß fand, musste ich auch noch diesen Kugelschreiber kaufen, guckt euch mal den an. Das ist halt dieser Emoji mit den Herzen und ist halt ein Kugelschreiber. Ich fand das so eine coole Idee und ja, ich hoffe, der Kugelschreiber ist ganz gut. Ich habe ihn hier unten ein bisschen getestet, da ging er auf jeden Fall, aber ja. Das macht sich auf jeden Fall auch sehr gut im Mäppchen. Diese Sache habe ich auch letztes Jahr schon mal gekauft und auch schon mal für mich, weil ich die mega cool finde. Und zwar sind das solche Stifte, die 2 verschiedene Seiten haben. Und damit habt ihr sozusagen doppelt so viel Farben, aber halt nur einen Stift. Und man braucht eigentlich Buntstifte eh voll selten auf, weil wie oft benutzt man schon in der Schule Buntstifte? Also ab und zu mal, aber ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich das mega praktisch und das sind halt 24 Farben. Und ja, da ist man, glaube ich, sehr gut ausgestattet. Haftnotizzettel dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und da habe ich mich für diese hier entschieden. Das sind hier diese lila Cupcakes. Finde ich mega süß, kann man trotzdem noch ziemlich gut drauf schreiben. Also alles gut erkennen. Haben auch 1 Euro gekostet. Und ja, kann man einfach immer gebrauchen. Also zumindest ich schreibe da immer meine To-Do-Listen drauf. Weil ich diesen Herzen-Augenstift so süß fand, habe ich auch noch den hier gekauft. Und zwar diesen Kakaofen. Ich konnte mich aber nicht entscheiden, welchen ich besser finde. Deswegen musste der hier auch noch mit. Ich glaube, dass viele von euch den hoffentlich cool finden. Also ich fand den irgendwie ziemlich cool. Nochmal Radiergummis und das sind nicht die letzten versprochen. Und zwar fand ich die einfach auch mega süß gemacht. Irgendwie voll das coole Design. Ich finde, die sehen auch so richtig modern aus. Halt so ein bisschen wie diese Emojis. Und hier halt so mit XOXO und OMG und so. Irgendwie ziemlich cool gemacht. Und auch die könnt ihr natürlich sehr gerne teilen, weil Radiergummis braucht man natürlich auch nicht so schnell auf. Aber ich finde es einfach immer wieder so krass zu sehen, wie viele coole Sachen es mittlerweile gibt. Und als ich zur Schule gegangen bin, gab es gefühlt gar nichts Cooles. Ich glaube, deswegen macht es mir auch so Spaß, das jetzt halt zu kaufen und dann an euch zu verschenken, weil ich
halt hoffe, dass sich jemand genauso freut, wie ich mich jetzt freuen würde. Dann ein Anspitzer, den man vielleicht eher zu Hause benutzt. Und zwar ist das hier so eine süße Weltkugel und hier unten ist halt der Anspitzer. Sowas kann man halt super auf dem Schreibtisch stehen haben, ist halt einmal dekorativ. Dann kann man natürlich noch die Weltkugel verwenden. So sieht der übrigens aus und den gab es auf jeden Fall auch schon letztes Jahr bei Teddy. Und den habe ich auch schon mal gekauft, aber dieses Jahr musste er auf jeden Fall auch nochmal mit. Und damit ihr auch Anspitze habt, wenn ihr in der Schule seid, habe ich hier noch diese hier gekauft. Die fand ich einfach so unglaublich niedlich. Das sind hier diese beiden. Das ist einfach eine Eule. Und was das ist, kann ich nicht erkennen. Ein rosa Fuchs oder sowas. Ich weiß es nicht. Das sind halt so Anspitzer, die man halt eher so ins Mäppchen tun kann. Und halt auch zwei Stück kann man natürlich auch wieder teilen. Dann dachte ich mir, darf ein College-Block auch nicht fehlen. Und den kennt ihr vielleicht schon aus meinem 1 € Must-Haves-Video. Den habe ich nämlich schon mal gekauft. Und da gab es eine ziemlich krasse Diskussion in den Kommentaren, was das hier für ein Tier ist. Also ich glaube doch, das ist ein Waschbär. Der hat so Indianerfedern und hier steht halt Free Spirit und ansonsten ist der College-Block halt rosa und das ist jetzt hier liniert. Und ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, viele meinten auch, das ist ein Panda, aber hey, das ist doch Waschbär oder bin ich irgendwie blöd? Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr, ihr habt mich voll verwirrt, aber gut, schreiben wir es mal in die Kommentare. Nochmal Radiergummis, wie sollte es anders sein? Und zwar hier solche Puzzle-Radierer, die fand ich mega cool, weil ich habe gedacht, das ist so eine Art Beschäftigung, weil man kann die, glaube ich, auseinanderbauen und dann halt wieder zusammen. Und irgendwie, glaube ich, damit kann man sich gut seine Zeit vertreiben, wenn einem langweilig im Unterricht ist. Also ich weiß gar nicht, ob ich die unbedingt als Radierer verwenden würde. Aber cool fand ich. Bei dieser Sache hätte ich mir wirklich gewünscht, dass es das damals bei mir in der Schulzeit schon mehr gegeben hätte. Und zwar ist das so ein Set aus einem Geodreieck zum anderen Dingens, ich weiß nicht, wie man das nennt, und einem Lineal. Und das Besondere daran ist, dass man die so biegen kann, ohne dass sie kaputt gehen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Geodreiecke ich geschrottet habe, weil die immer irgendwo beim Ranzen oder so rumflogen und ja, meine Mutter war immer so, oh, schon wieder ein neues Geodreieck, weil immer die Ecken oder so ab waren. Und ich hoffe auf jeden Fall, derjenige, der es gewinnt, freut sich darüber, weil ich muss sagen, ich würde mir heute nichts anderes mehr kaufen als diese beweglichen. Und ein letztes Mal noch Radiergummis, also dann war es das auch wirklich. Und zwar nennen sich die Radiergummis Sea Life. Das sind halt so Tiere, also eine Schildkröte, ein Pinguin, ein Delfin, ein Wal und was auch immer es da oben ist. Auf jeden Fall fand ich das halt einfach auch mega niedlich. Ob man die jetzt wirklich als Radiergummi verwendet oder einfach so auf dem Schreibtisch aufstellt, ist ja jedem selbst überlassen, aber ich finde es so krass, wie gesagt, was es für coole Schulsachen mittlerweile gibt. Das war auch schon mein Haul und jetzt kommen wir mal direkt zur Verlosung. Und zwar werde ich diese ganzen Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe, jetzt in diesem Video verlosen. Die Verlosung wird wie immer auf Instagram stattfinden. Viele fragen immer warum und zwar einfach, weil es da von den Regeln her leichter ist als auf YouTube. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist dieses Foto hier auf Instagram, was ich zusammen mit diesem Video poste. Einmal einfach zu liken, dann mir natürlich auf Instagram zu folgen. Und mir in die Kommentare unter dem Foto zu schreiben, dass ihr einmal teilnehmen wollt, damit ich Bescheid weiß. Und natürlich auch noch, was ihr so für Videos in dieser Zeit sehen wollt. Egal, ob es jetzt Back to School sind oder irgendwelche anderen. Meine Back to School Videos werden jetzt zum nächsten, würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Ciao!